Ich habe vor wenigen Tagen und noch vor dem aktuellen Ausbruch dieses Video hier gemacht, kann sich jeder noch mal genau anschauen, wo wir gesagt haben, Riesenpotenzial bei Tesla. Wenn wir jetzt den Widerstand bei $210 durchbrechen, dann knallt dieses Ding richtig nach oben. Und genau gestern ist es passiert. Wir schauen uns heute mal alles an. Es ist ein massiver Widerstand, der hier nach oben durchschlagen worden ist. Wir schauen uns auch den an, wie oft der angelaufen wurde. Was sind jetzt unsere langfristigen Ziele? Was gedenken wir zu tun? Wie sind wir investiert? Wie ist die aktuelle Situation bei Tesla? Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Morgen geht's los, 18.30 Uhr, seid dabei, unser 500k Livestream mit Philipp Klinkmüller, mit dem Phantom. Wir decken die komplette Sparte der Analyse ab, wir können über alles sprechen, Live-Charting, auf alle Fragen, die ihr habt, eingehen. Wir laufen ja jetzt schon stramm auf die 520.000 Abonnenten auf dem HKCM-Kanal zu. Ich freue mich direkt morgen mit euch zu sprechen im HKCM-Livestream um 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Widmen wir uns der aktuellen Situation bei Tesla. Auch hier nochmal transparent halber zurückgehend auf unsere Homepage www.hkcmanagement.de. In unseren Login-Bereich, Tech33-Aktien. Tesla ist ein Teil unseres Tech33-Aktienpaketes. Wir gehen hier auf den 18.06. Dort ging um 13.07 Uhr die Nachricht raus. Wir gehen hier auf Tesla, ab die Post, gehen auf den Chart, ziehen das Textfeld hier kurz runter. Das hier war unsere Zielzone für Tesla. Wir hatten ja diese hier durchschlagen. Ja, wir gingen schon davon aus, dass der Markt hier bereits dreht. Das hat er nicht. Somit lagen wir damals falsch. Wir haben gesagt, wir nehmen eine Neuberechnung vor. Der Markt hat sein Tief ausgebaut bei $138,80. Es war genau da, als die Rufe kamen. Und so ist es jedes einzelne Mal. Nahe oder in der Nähe einer Bodenbildung eines Marktes ist das Sentiment. Sentiment ist der Begriff für die Marktstimmung immer am negativsten. Deswegen hat die Masse niemals recht, wie Gustave Le Bon in seinem Buch Psychologie der Massen schon ausgeführt hat. Die Masse hat niemals recht. Die Masse der Anleger ging davon aus, wir gehen jetzt nochmal unter 100. Deswegen auch die bösen Kommentare, ihr werdet sehen, das passiert nicht und so weiter. Hat er ausgeführt im letzten Video. Das hier ist die wichtige Marke, die Invalidierungsmarke für das alternative Szenario. Das ist die Alt-B-Welle, dass wir hier hochkommen, diesen Bereich anlaufen und dann nochmal runterdrehen. Deswegen sagte ich, sollten wir hier drüber gehen, dann knallt es nach oben und dann ist unser primäres Szenario, die durchgezogene Linie, dass wir hier richtig abgehen bei Tesla. Den Boden der 2 hier ausgebaut haben, den großen Boden. Hier hatten wir die 1 und jetzt innerhalb der Struktur der 3, also man muss sich das immer in Fraktalen vorstellen, Boden ausgebaut und jetzt baut der Markt seine erste Aufwärtsbewegung. Dann kommt die Gegenbewegung. Dafür hatten wir die Zielzone hier hinterlegt. Diese wurde 2-mal angelaufen und zum Zeitpunkt des Videos hier standen wir ungefähr hier in diesem Bereich noch. Jetzt schauen wir uns den Live-Chart aktuell an, den heutigen. Jo, das ging gestern ab und wir können gerne mal die Linie ziehen und ich zeige das hier mal, warum das so ein relevanter Bereich war. Das war nämlich genau der Punkt damals, die 210 hier. Einmal Invalidierungslevel für die 2. Invalidierung bedeutet, dass wenn der Markt da durchgeht, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, dass er danach noch runterkommt. Das sekundäre Szenario invalidiert sich, es löscht sich dann. So berechnen wir die Chancen. Es gibt quasi immer Möglichkeiten. Spekulation ist immer ein Spiel mit Chancen. Wenn man in der Lage ist, richtig zu berechnen, wie man die Chancen eingeht, dann kann es natürlich trotzdem immer sein, dass man mal ins Minus gerät mit einer Aktie, wie wir das ja auch bei Tesla waren. Wir waren 26% im Minus bis vor wenigen Tagen noch. Wie wir jetzt aktuell stehen, schauen wir uns gleich mal an. Was ist passiert? Ich ziehe mal ganz kurz die Linie. 210er Level. Hier können wir ganz genau sehen, was hier passiert ist. Markt lief diesen Bereich an. Hier sieht man, da kämpft er. Einmal kurz zurückgewiesen, nimmt Anlauf und durchstößt es dann. Um hier nicht zu sexuelle Begriffe zu nehmen, durchhämmert es und bumst hier alles weg. Anstieg gestern vom Tief hier knapp 17%. Was hier noch viel wichtiger ist, als einfach nur, dass wir hier hochgekommen sind, ist Folgendes. Grundsätzlich einmal, man sieht, das sekundäre Szenario, dass wir nochmal runterkommen, haben wir vom Chart runtergenommen. Es existiert jetzt nicht mehr. Warum? Es wurde invalidiert durch diesen Bereich, den wir hier durchgegangen sind. Tesla muss jetzt weiter liefern. Es wird natürlich auch hier wieder Gegenbewegungen geben. Deswegen, ich kann das nur sagen, Leute, was ich hier immer wieder gebetsmühlenartig runterrede und immer wieder sage, es wird von manchen verstanden. Viele Leute, meistens Neulinge am Markt, die eben mit Geduld nicht vertraut sind, vielleicht
Vielleicht sind es auch jüngere Menschen, die heutzutage sowieso nicht mehr so einen richtigen, ja, belastbaren Geduldsfaden haben. Die sagen, so eine Scheiße, das funktioniert nicht. Gerade in der Phase hier, oh, das braucht ja ewig. Panik, überlegt haben, ob sie jetzt verkaufen sollen, weil wir ja noch garantiert unter die $100 fallen und so weiter. Ja? Geduld haben. Ich stand selber mit, ja, knapp 26% und das ist eine große Position in meinem Depot. Das ist also viel Geld gewesen, was ich da im Minus war. Stand selber drin. All das wenige Tage später ist weg. Warum? Weil ich Geduld habe am Finanzmarkt. Ganz, ganz wichtig. Vertrauen in die Analyse, dass das funktioniert, was wir machen. Und Geduld. Ich werde es auch in Zukunft immer wiederholen, weil es wichtig ist für Leute, die sich nicht auskennen, die einfach sofort Panik bekommen. Geduld haben und vertraut in eine gute Analyse. Genügend geredet darüber. Wir machen jetzt mal weiter, schauen uns das Ganze langfristig an. Was ist hier passiert? Das hier ist unser langfristiger Chart. Und das hier ist die überhaupt wichtigste Widerstandslinie, die wir hier auf dem Chart haben. Eine der wichtigsten von allen Aktien, die ich jetzt gerade kenne. Sie bestand seit November 2021, dabei lief der Markt hier sein All-Time-High an bei $414,50. Erstes Mal wurde hier gestoppt, zurückgeworfen. Dann hatten wir hier die A, B, C. Dann hat das in der B nochmal, das war der zweite Berührungspunkt, angelaufen. Ich zeige das mal. 1, 2, dann im April Nummer 3 wurde ganz massiv zurückgeworfen. Hat es in der B nicht mehr ganz erreicht. Dann hatten wir hier unseren langfristigen Kaufbereich, Zielzone. Hat er getroffen, Markt hat gedreht, kam nach oben. Jetzt sind wir bei Berührungspunkt 4, wieder nicht geschafft, zurückgeworfen. 5, ja, und somit hat sich das immer stärker ausgebaut. Die ganzen Momentum-Trader achten alle auf diese Linie. Und jetzt sind wir gerade im Begriff, das ist ja hier, während ich dieses Video aufnehme, ist es noch Pre-Opening. Also der Markt hat jetzt schon einen gestellten Kurs, wir sind aber noch nicht offen. Und wir stehen jetzt gerade in diesem Bereich. Wenn das hier nachhaltig überwunden wird, dann bekommen wir richtig Momentum in diese Bewegung rein. Weil dann ist der langwierige Widerstand seit November 2021 durchstoßen. Und dann bekommen wir richtig Bewegung rein. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bevor wir dann sogar das All-Time-High knacken von November 2021. Jetzt nicht wieder in totale Gier verfallen. Die Einstiegsbereiche waren klar. Jeder konnte sie nehmen. Ich würde, aber das sage ich auch immer hier, Konkurrent, nie dem fahrenden Zug hinterherrennen. Auch hier wird es wieder Gegenbewegungen geben. Man sieht das immer. Es geht aufwärts, gefolgt von Abwärtsbewegungen. Jeder Markt verläuft in Wellen. Und wir werden auch hier die nächste Welle nutzen, um weitere Einstiege zu finden. Langfristiges Ziel, hatte ich im letzten Video schon gesagt, da haben die Leute gesagt, boah, Blödsinn. Niemals. Wenn wir uns das aktuell anschauen, wir gehen davon aus, dass das Optimalziel der überzyklischen 3 getroffen wird. Das ist beim 223 6er Fibonacci. Dieses liegt bei knapp über $1,000, bei ungefähr $1,065 die Aktie. Dann sprechen wir hier von aktuell noch weiteren 346% nach oben. Der Markt kann sich auch weiter ausdehnen, aber wir müssen ja keine Mondpreise ausrufen. Das sind die berechneten Ziele auf Basis der Elliott-Wellen, wie sich der Markt hier bisher gezeigt hat. Schauen wir uns das Ganze jetzt in unserem Depot an. Wie haben wir uns hier positioniert? Knapp 62% sind wir jetzt gerade. Der Markt steigt schön ein. Übrigens auch hier damals, ja, wo wir angefangen haben mit diesem Depot, da waren wir hier teilweise 42% im Minus. Wer sich nur das angeschaut hat, hat sich gedacht, was machen die hier für eine Drecksarbeit? Was ist denn das für eine Scheiße? Wer keine Geduld gehabt hat. Wer sich hier aber positioniert hat unten, der ist jetzt deutlich mehr als 60% im Plus, weil der hat den Bereich mitgenommen und den hier und seitdem wachsen wir kontinuierlich weiter an. Wir haben noch eine einzige Position, die gerade im Minus ist. PayPal, ein weiterer Titel, wo die Leute sagen, ich bin so enttäuscht. PayPal performt nicht. Ich habe meine Geduld und meine Hoffnung verloren. Okay, wir werden die Videos machen, wo wir auch noch bei PayPal massiv im Gewinn stehen werden. Denn das ist ein sehr unterbewerteter Titel. Aber es braucht hier wieder Geduld. Tesla, vor kurzem noch 24% im Minus. Jetzt sind wir aktuell gerade knapp 17% im Plus. Die Gesamtallokierung zu unserem Portfolio ist bei 11,3%. Also 11,3% unseres Gesamtportfolios haben wir in die Tesla-Aktie investiert. Größere Positionen sind hier nur Palantir Technologies, aktuell mit 106% und Coinbase mit 201% im Gewinn. Das ist mal die Positionierung. Wir bleiben jetzt hier weiter set. Aktuell machen wir gar nichts. Freuen uns, wie sich der Markt hier entwickelt. Wie wir es angenommen haben, es hat halt einfach nur länger gedauert. Grundsätzlich achten wir jetzt auf eine Marke.
Wir wollen, dass das jetzt hier nachhaltig und überschritten wird, diese Widerstandslinie. Wenn das der Fall ist, dann sieht das sehr, sehr gut aus. Aber auch dann wird es wieder Gegenbewegungen geben. Die wollen wir dann nutzen, um weitere Einstiege zu tätigen, die wir dann alle im Tech 33 Aktienpaket an die Abonnenten vermitteln. Alle Einstiege, alle Ausstiege, alle Positionsanpassungen wie Nachkäufe, Teilverkäufe oder Stoppsetzungen werden per E-Mail und auch im Login-Bereich grundsätzlich mit den Abonnenten geteilt, sodass jeder Kunde sich exakt sein Portfolio, wenn er das möchte, so nachbauen kann, wie wir das auch machen, um dann eine ähnliche oder gleiche Performance zu erzielen. So, ich hoffe, das Ganze war ein Mehrwert. Morgen können wir uns gerne dezidiert noch alle anderen Titel anschauen. 18:30 Uhr bis 20 Uhr. Ich freue mich, euch zu sehen. Bis bald.